So, jetzt sitze ich hier an meinem Schreibtisch und jetzt machen wir mal genau das oder ich zeige euch das mal genau, wie das funktioniert. Hier haben wir ja den äh, Booster vom Götz, den neuen WCS Booster, ähm, richtig tolle Sache. Und hier haben wir gleichzeitig ähm, die T-Bus. Schnittstelle, sprich den Splitter, weil wir hier ja Digitalsensoren haben, hier an der Anzahl zwei Stück, was in der Regel eigentlich der Standard ist. Wenn man natürlich mehrere Akkus hat, kann man auch mehrere Akkusensoren mit verbauen. Hier haben wir die Schnittstelle bei COM, wo wir unseren PC anschließen, damit wir hier die Software dementsprechend bedienen können. Und hier an dieser Depus-Schnittstelle kommt im Prinzip hier, klack, der Splitter rein. Ähm, toll verarbeitet, wo man dann entweder irgendwo beikleben kann oder hier montieren kann, wo es einem optisch gut gefällt oder wo es passt. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann kann man hier schon mal ähm, den Lichtmaschinensensor anstecken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite den Sensor für die Batterie. Bitte nicht wundern, also ist es natürlich, wie der Götz gesagt hat, beim Anlernen immer nur einen reinstecken, anlernen, wieder rausnehmen, dann den zweiten reinstecken, anlernen, wieder rausnehmen, äh, beziehungsweise danach kann man beide reinstecken. Ich habe den Vorgang aber ja schon hinter mir. Ähm, das haben wir ja hier schon praktiziert, wie ihr seht. Ich habe hier schon beide angelandet. also hier haben wir ja schon den Lichtmaschinensensor und hier haben wir auch schon den zweiten Batteriesensor die sind alle schon drin und hier oben sehen wir dann auch schon die entsprechenden Temperaturen äh, 21 21,5 Grad wo die Sensoren uns sagen und mitgeben ähm, jo dann kann man das Ganze wieder auslesen wenn man das möchte beziehungsweise wenn man was verändert, geht man auf Schreiben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt keine 12-Volt-Lithium-Batterie, 12 Volt sondern wir haben eine 12-Volt-Gel-Batterie, dann fährt er natürlich mit einer anderen Kennlinie. So, dann gehen wir jetzt auf Schreiben. Und dann schreibt er das in die Software, beziehungsweise natürlich in den Booster. Wenn wir jetzt wieder auf Lesen gehen, dann stellen wir fest, ist es und bleibt das auf Gel. Ähm, so kann man dann effektiv alle möglichen Einstellungen vornehmen. Jetzt stellen wir das natürlich wieder um auf Lithium, weil das wird 90% das sein, was man verbaut. Und hier stehen wir wieder auf Schreiben. Hier können wir dann noch die D-Plus-Klemme einstellen. Äh, entweder hier D-Plus oder eben Klemme 15, auch das kann man anstellen. Dann kann man je nach Lichtmaschine hier die Temperatur der Lichtmaschine ab 75 Grad fängt er an, das runter regeln. Ab 95 Grad schaltet er ab, damit sich die Lichtmaschine wieder entsprechend erholen kann. Und ja, dann gibt es hier nur jede Menge anderer Werte, wo ich aber sage, als äh, ja, Laie ist es eigentlich gar nicht anstrebenswert, da rumzuspielen. Da hat sich das gesamte WCS-Team natürlich was dabei gedacht, warum die Werte da drin stehen. Da geht es um Batterietemperaturen, um Hysteresen Und hier haben wir Ladestrom, also beziehungsweise den Ladestrom bei 5 Ampere bei und so weiter. Das sind lauter Einstellungen, da sage ich mal. Da lassen wir mal die Finger weg. Das ist Booster-Einstellung. Hier stellt man den maximalen Ladestromwert ein. Äh, steht jetzt hier aktuell auf 50 Ampere. Ich bin auch ein Freund davon, das auf 50 Ampere zu lassen. Ähm, der kann natürlich 60 Ampere, überhaupt kein Thema. Aber Hilft uns ja auch nichts, wenn er 60 Ampere kann und die Lichtmaschine so restlos überfordert, dass er dann gleich runter regelt, weil die Lichtmaschine zu heiß wird. Und bei 50 Ampere ist ja doch ein toller Wert, wo ich sage, das kann man gut mitleben. Ähm, hier geht es natürlich dann noch um die Ladeschlussspannungen dementsprechend, die da äh, angegeben sind und auch aktuell richtig eingestellt sind. Und hier unten geht es dann auch noch um Ladezeiten. Und hier haben wir dann auch noch unseren Rapid. Den kennt ihr ja schon, den Rabbit von Götz gibt es ja schon länger, nur in anderer Form. Hier haben wir jetzt natürlich noch mit integriert, was äh, phänomenal ist. Und auch hier haben wir natürlich wieder die ganzen Einschaltspannungen, Ausschaltspannungen, wie er die äh, Starterbatterie überwachen soll, äh, ab wann er was laden soll und wie er wo was hinschieben soll und die Ladezeit entsprechend und den Ladeintervall. Beziehungsweise, wie dann die Stadterpatrie auch immer wieder prüft und, und, und. Also, eine ganz tolle Sache. Ähm, ganz exakt bin auch ich da noch nicht ganz drin. Ähm, da muss man auch noch ein bisschen rumspielen. Und äh, man sagt immer rumspielen, aber ein bisschen ausprobieren. Hier unten haben wir dann das Diagnosefeld. Da sehen wir dann letztlich die Effektivität. Beziehungsweise äh, Referenz und äh, Temperatur, und ach, die anderen Werte kenne ich noch gar nicht alle, ähm, aber das werden wir alles nur rausfinden. Das sind die Spannungen intern, äh, was das Gerät verbraucht oder hat jetzt aktuell 1,5 Volt, weil die Platine jetzt aktuell natürlich auch eine Spannung braucht, um dass man sie überhaupt programmieren kann. Und ganz hier oben haben wir natürlich das Allerwichtigste. Letztlich, das ist unser Monitor, der uns im Endeffekt erst einmal sagt, was jetzt der Zustand ist. Also wir sehen, jetzt haben wir hier natürlich keine Spannung anliegen, weil wir ja keine Messspannung entgelegt haben. Hier nehme ich an, sehen wir das, die, die Spannung vom D+. Hier sehen wir die Temperatur-Lichtmaschine. Hier sehen wir die einzelnen Temperaturen von den jeweiligen Sensoren, die hier angesteuert waren, sprich Akkus und dann haben wir hier äh, den Schlafmodus oder wo er hier gerade steht und dann haben wir hier nur einiges also zum Trennen Lesen Schreiben ist klar Speichern ähm, was man hier nicht alles machen kann also richtig tolle Geschichte im Großen und Ganzen echt äh, richtig geiles Teil also muss ich schon echt sagen. So stellt man denn schon mal ein. Also, das kann man hier, also ich mache das oder handle das auch so. Ich programmiere hier in meinem Büro schon mal die Sensoren für die Monteure und dann wissen die Monteure ganz genau, wie er eingestellt ist. Dann händel ich das vorab und wenn er dann verbaut ist, dann prüfen wir das Ganze nochmal während dem laufenden Motor. Das wird er auch jetzt gleich nochmal sehen im Anschluss des Filmes. Das hänge ich da nochmal mit dran. Wird ein bisschen ein längeres Video. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert, wenn er verbaut ist. Und ja, so gehen wir vor und fahren ganz gut damit, gibt keine Probleme. Und den, den wir schon verbaut haben, den wird er jetzt gleich sehen. Da nehme ich euch gleich mit bei. In diesem Sinn, bis gleich.